Viele Fotografen und andere Kreative überlegen an irgendeinem Punkt, ob es nicht cool wäre, das eigene Hobby zum Beruf zu machen. In Lektion 3 aus meinem Kurs Endlich selbstständig, Crashkurs für Fotografen und Kreative, geht es um weitere Risiken in der Selbstständigkeit und wie man diese Risiken für sich persönlich minimieren kann. Zu den Risiken gibt es bereits ein anderes Video, auf das dieses Video hier aufbaut. Also schau es dir am besten direkt im Anschluss an. Link zur Playlist in der Beschreibung. Viel Spaß! Risiko 5 und vielleicht das größte Risiko, die größte Angst bei vielen, bankrott gehen, pleite gehen, alles verlieren. Und ja, das ist ein Risiko. Und auch Autofahren ist ein Risiko. Unfall, Tod. Türklinken anfassen, ein Risiko, vor allem in heutigen Zeiten. Zack, Corona, bam, andere tödliche Krankheit. You never know. Das ganze Leben ist ein Risiko. Und am Ende stirbst du. So oder so. 100%. Man muss das Ganze aber immer in Relation sehen. Und es gibt Wege, dieses spezielle Risiko zu minimieren. Zuerst solltest du dir über deine aktuelle finanzielle Situation bewusst werden. Hast du zum Beispiel Schulden und Verbindlichkeiten, die du jeden Monat zahlen musst? Wenn ja, wie viele? Schreib es dir auf. Haus, Auto, Boot, Kinder etc. Wie viel Geld brauchst du pro Monat zum Leben? Weißt du es nicht? Schreib es dir auf. Schreib dir alles auf. Und ich meine wirklich alles. Sei lieber zu großzügig, wenn du dir nicht ganz sicher bist, als dass du dir Sachen schön rechnest. Beispiel. Ihr seid zu zweit, keine Kinder, Miete kostet 1200 Euro, Strom kostet 120 Euro, Versicherung 50 Euro, Essen 400 Euro, Auto 300 Euro, Handy 60 Euro, irgendwelche Abos 20 Euro, sonstiger Kram, Essen gehen, Shoppen und Co. jeden Monat 200 Euro. Würde bedeuten, Gesamtausgaben jeden Monat 2350 Euro pro Monat. Ihr seid zu zweit. Das ist das, was ihr netto im Monat braucht, um euren Standard, den ihr aktuell habt, zu halten. Nehmen wir mal an, ihr verdient zusammen 4000 Euro netto. Jeder 2000 oder andere Stückelung, völlig egal. Wie viel Überschuss hast du nach Abzug all deiner Kosten pro Monat? Kurz mal rechnen. In dem Beispiel wären das 1650 Euro Überschuss. Und wenn du alles das mal ehrlich aufschreibst und da am Ende ein Plus steht, dann ist das gut. Wenn da ein Minus steht, dann ist das nicht so gut. Ist nicht zwingend ein K.O.-Kriterium, aber daran solltest du generell zuerst arbeiten, bevor du über die Selbstständigkeit überhaupt nachdenkst. Ich arbeite immer zuerst am Cashflow, auf Deutsch dem Geldfluss, der für mich immer positiv sein muss, also ein Plus stehen. Erst wenn der Cashflow positiv ist, dann überlege ich mir, mit dem Geld zu arbeiten und Risiken einzugehen. Jetzt ist die nächste Überlegung. Wie viel Geld brauchst du selbstständig jeden Monat netto, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen? Zum Beispiel 2500 Euro netto. Weil ein Ziel könnte jetzt sein, ich verdiene 2500 Euro netto pro Monat durch mein Angestelltenverhältnis und zusätzlich 2500 Euro netto durch meine Selbstständigkeit. Denn alles, was du jetzt verdienst, ist Plus aufs Plus. Also auf deinen Überschuss von 1650 Euro kommt das Geld aus selbstständiger Arbeit obendrauf. Aber Vorsicht! Als Selbstständiger ist dein Nettoverdienst nicht gleich deinem Bruttoverdienst. Also nicht gleich dem, was du auf dem Konto hast als Angestellter. Steuern, Ausgaben etc. gehen hier noch alles ab. Wie genau du dein Netto ausrechnest als Selbstständiger und auch kalkulieren kannst, lernst du später im Kurs ausführlich. Aber weißt du was, es spielt gar keine Rolle. Es geht erstmal um das Ziel und um ein Plus. Verdienst du nämlich im ersten Jahr der Selbstständigkeit nur, sagen wir mal, 100 Euro jeden Monat dazu, dann ist das trotzdem gut. Denn du hast Erfahrungen gesammelt und 1200 Euro, jetzt in 12 Monaten, mehr verdient, jedenfalls mehr Umsatz gemacht. Davon werden einige Abgaben fällig sein, aber trotzdem, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast deine Skills verbessert und du hast auch Geld verdient. Und das nebenbei, weil der Rest kommt ja aus dem Angestelltenverhältnis. Dein Risiko hängt schlussendlich immer von dem ab, was du machst und wie viel du einsetzt. Kündigst du deinen Job und sagst Ciao und machst dich vorher, ohne irgendwelche Erfahrungen gesammelt zu haben, einfach so selbstständig, dann kann das gut gehen und du kannst
vielleicht sogar im ersten Jahr auf die 2500 Euro netto kommen. Aber es kann auch sehr, sehr oft schiefgehen. Und du hast nur deine 100 Euro statt den geplanten 2500 Euro netto verdient und machst jeden Monat einen Verlust. Im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis. Gleiches gilt, wenn du 2500 Euro brutto verdienst als Selbstständiger und denkst, es sind 2500 Euro netto. Gleiche Zahl, aber komplett andere Bedeutung. Mehr dazu aber, wie gesagt, später im Kapitel über Kalkulation. Und diese Naivität ist eigentlich das, was den Leuten das Genick bricht. Und das sind die Leute, die dann auch sagen, ah, selbstständig, das ist nichts und so weiter, das ist gefährlich und so weiter. Sich das Ganze romantisch schön zu reden und schön zu rechnen und zu sagen, ah, nächstes Jahr, da wird das schon besser sein und so weiter. Nein. Stopp. Positiver Cashflow. Stell dir vor, du lebst in der Wüste und du hast eine einzige Wasserquelle. Eine einzige Wasserquelle. Wüste heiß. Und diese Wasserquelle bringt dir genauso viel Wasser, wie du zum Überleben brauchst. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber du musst jeden Tag 4 Stunden dahin laufen, um das Wasser zu holen und 4 Stunden wieder mit so einem Eimer Wasser zurücklaufen. 8 Stunden Arbeit für einen Eimer Wasser. Da kommst du doch auch nicht auf die Idee zu sagen, diese ganze Situation, die ist doch echt kacke und ich bin sehr, sehr unzufrieden mit der Situation und deswegen entschließe ich mich jetzt, diese Quelle zuzumachen und mir eine neue Quelle zu suchen. Das macht doch keinen Sinn. Diese Quelle ist doch überlebenswichtig. Und du hoffst doch nicht darauf, eine neue Quelle einfach so wieder zu finden. Das macht doch keinen Sinn. Und genauso ist es auch im Business. Nutze deine Geldquelle zum Überleben, bis du eine neue Quelle gefunden hast, die vielleicht mehr Ertrag liefert und zu der du vielleicht auch nicht mehr so lange laufen musst. Oder du nutzt in Zukunft vielleicht auch beide Quellen gleichermaßen. Ein bisschen Abwechslung muss sein, Diversifikation, um deinen Cashflow zu diversifizieren im Geldquellensinne, also zu erweitern. Einen Tag läufst du 4 Stunden und an einem anderen Tag läufst du nur 1 Stunde zur neuen Quelle, die du gefunden hast. Aber du machst doch nicht einfach so die andere Quelle zu. Oder du überlegst dir halt irgendwann, gut, dann laufe ich gar keine 8 Stunden mehr, sondern laufe nur noch zur neuen Quelle. Aber du machst nicht die alte Quelle einfach dicht. Deswegen mach nicht diesen Fehler zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job, ich habe keine neue Quelle, aber das wird schon laufen. Das läuft immer in meinem Leben. Kann laufen, in den meisten Fällen wird es aber scheitern. Bevor es weitergeht, danke an den heutigen Sponsor, durch den du dieses Video hier kostenlos sehen kannst. Das hier ist ein Geheimtipp für alle Fotografen. Egal ob Smartphone oder richtige Kameras. Ein super Weihnachtsgeschenk. In diesen Büchern findest du über 1000 der besten Fotospots in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Entdecke hiermit das fotogene Unbekannte in deiner Nähe. Check einfach in den Büchern, was dir persönlich gefällt. Scanne den QR-Code und navigiere dann direkt zur Location. Gibt's als Sammleredition, sieht dann so aus mit allen 5 Büchern oder auch einzeln auf lernvomben.de und bei ausgewählten Händlern. Kommen wir zurück zum Einsatz. Wie viel Startkapital braucht man eigentlich? Braucht man überhaupt Startkapital? Ich würde aus Risikosicht so wenig Kapital wie möglich einbringen, sondern nur mit dem Faktor Zeit erstmal arbeiten. Oder deine Ausgaben reduzieren, also auf zum Beispiel etwas verzichten und dafür mit diesem Geld in etwas anderes investieren. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, eine Hochzeit fotografierst, dann gehst du dahin, investierst deine Zeit, bringst dein Equipment, was du sehr wahrscheinlich sowieso schon hast. Du kriegst also klassisch Geld für deine Zeit und deine Leistung. Hier hast du ein ziemlich geringes finanzielles Risiko. Wenn du sowieso schon deine Ausrüstung hier liegen hast, die schon bezahlt ist, und wenn du sonst kein Büro oder andere fixe Ausgaben hast. Kurz mal was zum Thema Büro. Ein Büro ist kein Muss, wie viele immer denken, in der Selbstständigkeit. Ein Homeoffice gibt es nicht erst seit Corona. Du kannst auch zu Hause dein Büro haben, ohne erstmal irgendwelche weiteren zusätzlichen Kosten. Denn Miete zahlst du ja auch schon sowieso, ob du selbstständig bist oder nicht. Halte am Anfang die Kosten so gering wie möglich. Je mehr Ausgaben und Verpflichtungen du hast, desto höher ist das Risiko. Und desto höher ist auch der persönliche Druck. Hast du neben der Hochzeit, die du fotografierst, zum Beispiel auch noch Kosten für einen Mitarbeiter, Kredit, den du abbezahlen musst, Equipment-Kredit oder Miete oder was auch immer, Miete für Büroräume, Studio und so weiter. Oder du musst zum Beispiel Ware einkaufen, um sie wieder zu verkaufen. Also du verdienst nur Geld, wenn du auch einkaufst, dann ist das Risiko viel, viel höher. Darüber sollte man sich bewusst sein. Aber das ist, wenn man sich jetzt den Berg wieder vorstellt, 2000 Meter Berg, riesiges, dickes Teil,
Du willst oben auf den Gipfel rauf und du willst oben auf dem Gipfel einen Handstand machen. Und du bist aktuell noch ganz unten. Übergewichtig, keine Kondition, du sitzt im Gasthaus unten im Tal auf der Terrasse, lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen, isst ein Schnitzel und trinkst ein Weißbier. Frage, ist es möglich, da hochzugehen und einen Handstand zu machen, auf dem Gipfel? Ja, aber nicht in deiner heutigen Form. Du musst trainieren. Du bist dafür heute noch nicht bereit. Gegen eine persönliche Insolvenz schützt zum Beispiel später bei höherem Risiko dann auch eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist eine fortgeschrittene Unternehmensform, wenn man schon erfahrener ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und mit mehr Risiko auch arbeitet. Ich habe zum Beispiel 2 GmbHs gegründet mit steigendem Risiko und auch mit steigenden Ausgaben. Zum Beispiel Einkauf von Waren, Verkauf von Waren, größere Summen, die transferiert werden, Gehälter, die bezahlt werden, Dienstleister, die bezahlt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich gründe auch noch weitere GmbHs für unterschiedliche andere Geschäftsfelder. Zum Beispiel für Immobilien, die vermietet werden, eine sogenannte Immobilien-GmbH. Bedeutet, ich bin privat nicht mehr so stark in der Haftung, wenn zum Beispiel eine der Firmen insolvent gehen sollte, weil irgendwas Dummes passiert. Irgendwas kann immer passieren. Risiko ist immer da, ein Grundrisiko. Damit habe ich dann aber persönlich nicht mehr viel am Hut, außer ich habe zum Beispiel fahrlässig gehandelt oder war in Betrug oder sowas involviert. Und im Falle einer Insolvenz kann diese eine Firma nicht auch einfach die anderen Firmen mit runterreißen, wie es zum Beispiel wäre, wenn man ein Einzelunternehmen hat. So habe ich mein persönliches Risiko zum Beispiel minimiert, sehr fortgeschritten, steuerlich auch einige Vorteile sowie langfristig einen Kapitalhebel. Eine GmbH macht aber für die wenigsten Leute am Anfang Sinn, weil die Gründungskosten sind erstmal relativ teuer, ne, so 25.000 Euro muss man einlagern, die muss man erstmal haben. Genau wie die laufenden Kosten auch, jedes Jahr, jeden Monat und so weiter. Bei mir geht es mittlerweile aber um Kapital im Millionenbereich. Das denken die meisten Leute gar nicht, aber ja, tatsächlich. Und da macht es dann auch Sinn, das Risiko immer weiter zu minimieren und immer jedes Jahr neu zu überprüfen, ist das, was ich mache, noch richtig so oder sollte ich vielleicht anders machen? Am Start und ohne Erfahrung ist es aber eigentlich für 99% der Selbstständigen nicht nötig, eine GmbH oder sonst wie irgendwas zu gründen, sondern einfach klassisch ein Einzelunternehmen und loslegen, starten, Erfahrung sammeln. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich dir, wie gesagt, ganz am Ende. Grundsätzlich hilft es, mit Geld umgehen, zu lernen. Dazu gehört es auch zu wirtschaften. Und am besten eben so, dass ein Plus am Ende dabei rauskommt und kein Minus. Und wenn das privat bisher super klappt, dann sind das auch gute Voraussetzungen für den Beruf. Wenn das bisher nicht so klappt, dann solltest du dich dringend, wirklich dringend mit diesem Thema beschäftigen. Und wie vorhin schon mal erwähnt, das als ersten Schritt angehen. Denn mit Schulden in die Selbstständigkeit zu gehen, ist keine gute Idee. Das Ganze bitte nicht verwechseln mit wenig verdienen. Wenig verdienen ist nicht gleich schlecht wirtschaften. Du kannst auch ein Plus dastehen haben, wenn du wenig verdienst. Zum Beispiel, wenn du 400 Euro im Monat verdienst, aber nur 200 Euro ausgibst, hast du 200 Euro Überschuss. Das ist gut. Wenn du aber 400 Euro verdienst und 1000 Euro im Monat ausgibst, dann ist das nicht gut. Ich empfehle auch anfangs unbedingt, keine Schulden zu machen. Wenn du keine unternehmerischen Erfahrungen hast, keine Schulden machen. Es ist mittlerweile sehr, sehr einfach, Kredite, die nichts anderes sind als Schulden, aufzunehmen. Aber ich kann dir sagen, ich habe es so nicht gemacht in der Vergangenheit, nie gebraucht und ich empfehle es auch einem Laien nicht. Kredite können mit meiner heutigen Erfahrung, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, als Hebel Sinn machen. Fortgeschritten. Wenn man sich damit auskennt, wenn man Begriffe wie Cashflow, Renditen und so weiter kennt. Aber nicht, wenn du als Angestellter in die Selbstständigkeit starten willst, indem du einfach nur deine Leistung anbietest. Mach lieber kleinere Schritte, die dann vielleicht länger dauern. Kalkuliere Spezialequipment vielleicht erstmal zu mieten, wenn du es brauchst, statt zum Start teuer auf Kredit zu kaufen und wachse, ich sag immer, organisch. Überlege dir zum Beispiel, brauche ich das jetzt hier wirklich oder geht es vielleicht auch anders? Thema Büro zum Beispiel oder Studio. Kann ich das vielleicht auch mieten oder muss ich das kaufen? Das wären so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Das war Lektion 3 aus meinem Kurs Endlich Selbstständig. Crashkurs für Fotografen und Kreative. Gib einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat und du es interessant fandest. Und kurze Frage, ob du aufgepasst hast. Warum ist ein Steuerberater wichtig? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Unter allen Kommentaren verlose ich einmal den kompletten Kurs.
Das Besondere an diesem Video, du kannst den kompletten 3-Stunden-Kurs entweder auf meiner Website lernvonben.de jetzt zum halben Preis bestellen, direkt runterladen und in deinem ganz eigenen Tempo sehen oder über ungefähr 2 Jahre verteilt hier auf YouTube, kostenlos und mit Werbung. So hat jeder langfristig die Möglichkeit, auf mein Wissen und Content zurückzugreifen, ganz unabhängig vom Budget. Danke für deine Unterstützung. Alle bereits veröffentlichten Videos findest du in der Playlist. Der Link ist hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Benjamin Jaworski. Ich wünsche dir viele gute Fotos und auch viel Erfolg mit vielleicht deiner Selbstständigkeit.